Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hellblade. So, wie gestern gesagt, gehen wir jetzt zur Tür. Und ich hoffe, wir kommen da ohne Unterbrechung, ohne Hindernis hin. Ich würde es mir wünschen, sagen wir es so. Aber ich bin mir nicht sicher. Und ich bin auch gespannt, was hinter der Tür auf uns wartet. Was für ein weiteres Rätsel. It's a trap. The beast is coming. Now it can see you at your weakest. The time you suffered as a child at the hands of your father Zindo when you pined for Dillion. Do you remember the darkness, Senua? The beast is bringing it back. Spreading. Father's keeping me away from the others. Away from Tilly. I won't give up. I'm not going to rot in here. I'm going to find Dillion. Oh, ich hasse diese Perspektive. Am besten nur aus dem Augenwinkel hingucken. Nochmal. Oh, warte. Hätte ich... Ist mir gerade noch aufgefallen. Ich sollte echt eine Fackel mitnehmen. Ein Wasserfall. Eine Tür. Das heißt, meine Fackel ist jetzt gleich wieder aus. Oder gehe ich an dem Wasser vorbei? Das war interessant. Oh nee, nicht der. Oh.
die Arenen sind hier ein bisschen klein geworden, muss ich jetzt mal so sagen. Will mein Fokus eigentlich ready sein? Ich habe das Gefühl, ich krieg die immer nur mit meinem Fokus down. Gut, shit. Ich hab's geendet. Ich hab grad nicht dran gedacht, dass ich die Fackel aufheben muss. Dann geht's auf jeden Fall nicht weiter. Ah, okay, wartet. Das ist nicht durch Zufall. So. Da wirft es irgendwo einen Schatten. Oder so. Schon lange keinen Ruhestein mehr gefunden. Also einer, der uns die Mythologie weiter erklärt, näher bringt. Also was ich aber definitiv sagen muss, okay, geht unsere Fackel wieder aus. Dass ich nach diesem Spiel erstmal genug von Rätseln habe. Also ich finde, die Rätsel sind ja bisher alle machbar. Ich denke auch, das wird so bleiben. Aber ich habe langsam genug von Rätseln. So, ich würde sagen, wir rennen jetzt hier durch, weil unsere Fackel wird erlöschen. Schönes Deutsch. Trying to see.
ich hier nie wieder raus. Also wenn wir hier wieder irgendwie zurück müssen, wird das nix. Da ist eine Brücke. Und da sehe ich die nächste Tür. Now the darkness has Dillian's soul. And it will take it and never give it back. She can search and search, but she will never find it. She's not the darkness. It's the end. The darkness will take her like it took her mother. She can't resist. The dragon Fafnir is so large and deadly that it would be impossible to kill her face to face. But each day, Fafnir crawls across the heath to find water. So Sigurd digs a pit in the dragon's path and lies in wait in it. When Fafnir slithers overhead, Sigurd sinks his sword into the dragon up to the hilt. Sigurd leaps from the pit, and Fafnir sees his killer. He warns Sigurd that the treasure will lead to his death, as it led to the death of all who owned it. Sigurd replies that death comes to all men, and every man would want to be wealthy until that day. And he takes the treasure. Okay. Ganz dunkel. Zur nächsten Tür. Da ist doch schon wieder. Ist das schon wieder eine Arena? Sehe ich das doch schon wieder richtig? Außen rumgehen, vielleicht hilft's. Although Sigurd kills the dragon, Rian wants to keep Fafnir's gold all for himself. Rian also wants the strength and wisdom of the dragon, so he drinks its blood and asks Sigurd to roast Fafnir's heart for him. Sigurd does so, but when he touches the roasted heart to see if it is done, he burns his finger. Without thinking, he licks his finger and tastes the dragon's blood. In that moment, he understands the language of birds and hears them talk nearby. Ich sehe da hinten schon diesen Holzpfahl mit ein bisschen Metallschrott dran. Und wir suchen ja so ein M. Ich glaube, das wird da irgendwo sein. Wir müssen dann wieder bloß den richtigen Winkel finden. Bin ich mir sicher. Und vermutlich muss ich hier durch das Wasser, um den richtigen Winkel zu finden. Und ja. Dann ist die Fackel aus und wir kennen das Spiel. Habe ich da drüben irgendwo die Möglichkeit? Aber ist es da drüben wirklich dunkel? Ja, ist es. Also ich glaube nicht, dass ich durch das Wasser muss. Zumindest habe ich nicht gesehen, wo ich hin muss. Muss ich wieder zurück nach oben? Ich muss schon hier durch, aber wo muss ich dann hin? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Die haben irgendwas von der Brücke erzählt, aber ich habe keine Brücke gesehen.
Oh, oder kann ich das vorher... Kann ich doch vorher Licht machen? Machen. Dann sehe ich auch, wo ich hin muss. Muss die Brücke dann umstoßen. Okay. Gibt Sinn? Dann stoße ich die Brücke um, dann hole ich mir von da drüben die Fackel. Dann habe ich auch wieder Licht. Okay, also, wir wissen, was wir zu tun haben. Und los geht's. So, jetzt können wir ganz entspannt. Oh Gott, ich habe ich die Rune überhaupt noch gescannt? Where is she going? Faster, faster, keep going, keep going. Stop, stop, stop. Ich glaube, ich habe die Rune nicht mehr gescannt. Doch, habe ich. Okay. Aber jetzt muss ich hier wieder zurück. Where is she going? Faster, faster, keep going, keep going. Stop. So. Guck mal. Hä? Ist nicht mehr... Noch? Mich verkackeiern. Warum geht das nicht? Habe ich es kaputt gemacht? Komisch. Naja, weil gerade eben hat es mir ja in Rot die Runen angezeigt. Eigentlich. Naja, gut. Dann haben wir aber schon wieder die Folge umgebracht, würde ich sagen. Wir gehen in der nächsten Folge durch diese Tür da vorne. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Und bis dahin sage ich erstmal schönen Tag noch. Und wir sehen uns. Bye, bye.